Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 News Update. Heute wurde der Apex Legends Season 11 Gameplay Trailer veröffentlicht. Ich habe ihn auf dem Drittkanal schon rausgehauen. Ich werde euch jetzt natürlich nochmals hier auf diesem Kanal diesen Trailer zeigen. Es gibt eine fette Analyse mit, ich hoffe, zumindest für meine Verhältnisse geballtem Insiderwissen. Denn alles, was ich sehe, kann ich kommentieren, ohne dass ich es fehlinterpretiere, da ich die neue Season vor ein paar Tagen schon getestet habe, werde ich auf jeden Fall zu einzelnen Punkten ein bisschen was erzählen können, ob das die Fähigkeiten von Ashe sind, der KSMG auf der Map, spezielle Begebenheiten oder vielleicht sogar einem Buff für Watson, für die Leute, die schon sehr, sehr lange auf einem Watson-Buff warten und so weiter und so fort. Ich gebe euch aber nochmals den Hinweis, auch wenn es euch wahrscheinlich schon zu den Ohren raushängt. Ich habe alleine für meinen Drittkanal exklusiven Season 11 Content, ich glaube, es sind 14, 15 Videos, die jetzt schon hochgeladen sind am Donnerstag. Diesen Donnerstag um, ich glaube, 18 oder 19 Uhr darf ich offiziell diesen Content dann endlich veröffentlichen. Das heißt, auf dem Drittkanal gibt es dann eine Menge Videos. Es gibt auf meinem Gameplay-Kanal wahrscheinlich nur ein Video. Es ist nur ein Win bei der Beta rausgekommen, leider, weil man nur 3 Stunden Zeit hatte, die Map zu testen. Und auf dem Hauptkanal gibt es, ich glaube, 5, 6 Videos, ein bisschen geballter, ein bisschen länger, ein bisschen größer. Und auf dem Drittkanal gibt es viele kleine, kürzere Sachen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Trailer. Wer den Trailer schon gesehen hat, zappt einfach ein Stück weiter. Der Trailer geht gerade mal so 2 Minuten und ein paar zur Märte. Und danach gibt es meine Analyse. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wie gesagt, ich lege euch es ans Herz. Abonniert die Kanäle, damit ihr wirklich ab diesem Donnerstag nichts rund um Season 11 verpasst. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Das wollte ich sagen. Viel Spaß jetzt. Deep in the oceans of Gaia. There is a land rich with history. Who's in the shadows? Who's ready? Where the air crackles with energy. Are we the hunters? Or are we the prey? They call it Storm Point. Before you, respect is due. Need assistance here. Pathetic. Help, please. Tearing through reality. Ashes to ashes. Storm Point. It's a place where dreams come true. Los geht's mit der Analyse. Ich freue mich jetzt schon, euch mein Insiderwissen näher bringen zu dürfen. Ich möchte euch jetzt schon mal sagen, diese Map wirkt auf der Minimap, wenn ihr die Karte öffnet, relativ klein. Sie ist 15% größer als World's Edge und müsste theoretisch so die größte Map
von allen sein. Hier gibt's eine Menge Spots zu sehen. Ihr seht ja lauter grüne Dinger leuchten. Ich sag euch gleich, was das ist. Es ist auf jeden Fall was echt, echt Fettes. Kurz zu meinem Insiderwissen. Ich habe, das muss ich jetzt dazu sagen, wie gesagt, die 3 Stunden, die ich gerade mal Zeit hatte, diese Map zu testen. Man hat sehr viel Zeit in den Warteschlangen außerhalb des Spiels verbracht, weil es nur ausgewählte Leute waren, die zocken konnten. Und bis die Lobbys wieder voll waren, hat man wirklich effektiv vielleicht 1,5 Stunden auf den Maps verbracht. Das heißt, ich konnte vielleicht gerade so 50% der Map ausgiebig testen. Und das war's. Die Map hat sehr viele Points of Interest, wo ich dann denke, dadurch, dass die Lobbys relativ wenig gefüllt waren, teilweise nur mit 30 Leuten, hast du kaum Gegner gefunden. Ich gehe davon aus, dass so viele Spots da sind, dass Third Parties vielleicht nicht ganz so belastend sind, wie man es von anderen Maps kennt. Und bevor jemand fragt, was ist mit diesem Schwert? Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, Ash, das Schwert, es ist natürlich, also bin ich fester Überzeugung, das kann nicht ihr Erbstück sein. Was wäre das für eine Überraschung, wenn das ihr Erbstück ist? Genauso wie der Stab zum Beispiel von Loba, ihr Shop, ist natürlich auch nicht ihr Erbstück. 15% ist die Map größer, habe ich schon gesagt. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Hier. Das ist so geil. Ihr habt euch bestimmt gewundert, wenn ihr es nicht schon irgendwo gesehen habt. Es gibt einige, die haben das getestet und haben das Embargo nicht eingehalten und haben gegen die Richtlinien verstoßen, haben schon ein bisschen was veröffentlicht. Das ist eine Gravity Cannon. Das ist, ich sage mal, zu 95% der Weg, mit dem ihr euch über die Map fortbewegt. Es ist total geil. Es macht richtig Bock. Ich lege euch jetzt schon ans Herz. Mein erstes veröffentlichtes Video wird mit Sicherheit das Gameplay-Video sein. Es geht 25 Minuten, 5 Minuten erstmal Tipps, so ein bisschen was über die Map und dann seht einfach meine Reaktion, wenn ich das erste Mal über so ein Ding laufe. Ihr heizt verdammt schnell über die Map. Ihr landet immer dort, wo auch eine andere Gravity-Kanone steht. Der Nachteil ist, ihr könnt keinen Doppelsprung rausmachen. Wenn ihr an dieser Position jetzt zum Beispiel seid und sagt, ich möchte gar nicht so weit fliegen, weil da wartet ein gesamtes Squad, ich bin alleine. Ihr könnt den Weg nicht verlassen, als würdet ihr zum Beispiel einen Skydive machen. Das heißt, ihr müsst dort landen und ihr könnt den Weg nicht abkürzen. Ihr könnt maximal links und rechts so ein bisschen landen, mehr aber auch nicht. Aber ihr könnt auch sofort wieder zurück. Sehr geile Sache. Also wirklich, das sind Prowler-Nester. Es gibt auf vielen verschiedenen Spots auf der Map Prowler-Nester und Spinnennester. Es müsste insgesamt 4 verschiedene Kreaturen geben. Flyer, Spinnen, Prowler und Goliaths. Goliaths, wer sich noch erinnert an den Stories from the Outland Trailer von Bloodhound, da bekämpft er ja als Kind so ein Riesenmonster. Dieses Vieh gibt es auf dieser Map. Ich habe leider nicht rausfinden können in der kurzen Zeit, wie man es triggert. Ich weiß aber, dass das Vieh existiert. Bei den Prowlern gibt es, wie gesagt, Nester. Meistens bestehen die aus mehreren solcher Hügeln in verschiedenen Abständen. Die könnt ihr clearen. Irgendwann kommen aus diesen Teilen keine Prowler mehr raus. Die Prowler lassen Loot fallen, normalerweise für die aktuell ausgewählte Waffe. Habt ihr zum Beispiel jetzt eine schwere, lassen die schwere Munition fallen, Aufsätze für schwere Munition, Heilstuff und sogar lila Stuff, goldenen Stuff, Aufsätze und so weiter. Es lohnt sich also, die Prowler auch mal mitzunehmen. Ihr könnt sogar eure Evo-Schilder pimpen, aber den Schaden, den ihr austeilt, bekommt ihr nicht 1:1 aus Evo-Schild. Ihr kriegt gerade mal so einen Bruchteil, damit ihr euch nicht sinnlos hochpushen könnt, was natürlich für das Balancing alleine schon eine ganz, ganz coole Sache ist. So, achso, fürs Clearen. Ihr bekommt dann auf der Mitte der Sicht seht ihr dann Prowler Nest cleared oder irgendwas steht dann da, dann kriegt ihr noch 30 Crafting-Metalle dazu. Ja, was gibt's noch? Dann haben wir jetzt hier Spinnennester. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die von alleine platzen. Du kannst die auch aufschießen. Ich gebe euch jetzt schon den Tipp, schießt nicht alle mit einmal auf. Ich, wie gesagt, ich gebe auf diesem Kanal und auf meinem Drittkanal noch eine Menge
Gameplay und Zeugs. Und da könnt ihr euch mal genauer ansehen, wie das aussieht, wenn ihr zu viele von diesen Dingern aufmacht und wie hektisch das werden kann. Aber es ist zeitgleich auch sehr, sehr spaßig. Und auch da seht ihr dann, dass da auch mal auf einmal ein lila oder ein goldenes, leichtes Mech droppt, was sehr interessant ist. Und hier ist die Begebenheit genauso wie bei den Prowler-Nestern. Ihr cleart das irgendwann und im Endeffekt ist es einfach nur eine andere Rasse von Viechern, die ihr platt macht. So, ja, also wie gesagt, über die Spots rede ich jetzt groß nicht. Ich habe ganz, wie gesagt, ganz wenig Zeit gehabt, die Map überhaupt nur zu testen. Und quer über die Map verteilt seht ihr überall immer mal so ein grünes Leuchten. Das sind, wie gesagt, diese Gravity Cannons. Das macht ultra Bock. Und hier links dieses kleine Ballönchen. Es gibt einen einzigen Jump Tower auf der Map, sonst nichts. Das ist ein mega XXL Jump Tower. Habe ich auch ein extra Video gemacht. Der ist, glaube ich, mindestens doppelt so lang wie ein normaler Jump Tower mit einem Riesenballon. Es sieht mega geil aus. Also wie gesagt, ihr solltet euch sämtlichen Scheiß von mir reinziehen. Es lohnt sich einfach. So. Was haben wir hier noch Schönes? Tridents gibt es auch wieder. Ich glaube, die sehen hier ein bisschen anders aus. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Einmal bin ich Trident gefahren, aber ich finde es. Ich fahre nicht gerne mit diesen Dingen. Und die Tridents sind nicht so weit gesät, wie es auf Olympus der Fall ist. Also findest du nicht so oft. Und wer es jetzt im Hintergrund vielleicht schon sieht, ein Watson Buff. Ich weiß sogar ein paar Einzelheiten über den Watson Buff, aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ich habe auch noch ein Early Patch-Note-Video, was ich versuche auch noch am Donnerstag rauszuhauen. Ich hoffe, dass bis dahin die 100%igen Patch-Notes nicht veröffentlicht werden. Ansonsten lohnt sich das Video kaum. So, hier seht ihr auf einmal, jedenfalls, Moment, ich mache hier nochmal ein Stück weit zurück. Schaut euch mal, wie breit dieser Zaun ist. Das ist normalerweise nicht so der Fall. Ich kann euch sagen, der Zaun ist, glaube ich, 50% länger. Also du kannst den 50% weiter auseinanderstellen, jeden Mast für sich, damit da so ein Zaun entsteht. Also man sieht es hier auf jeden Fall. Ich könnte hier auch einfach mal die Kamera runterfahren, ich trottel. Also Watson kriegt auf jeden Fall einen fetten Buff, auch auf ihre Ulti und noch ein paar andere Sachen. Ich habe leider auch in dem Early Access Gedöns. Es gab noch einen extra Livestream für alle, die einen Early Access hatten. Der ging über 1:10 und da wurde viel Insider-Zeug ausgeplaudert. Aber teilweise hast du nicht alles verstanden, weil da Leute dabei waren, die haben so genuschelt, dass du froh bist, dass du ein Wort verstanden hast. So, wo geht's weiter? Also ihr merkt schon, das Video wird ein bisschen länger, weil es sich echt lohnt, über allen Spaß zu reden. Battle Pass gibt es natürlich auch ein extra Video. Sowohl auf dem Kanal als auch auf dem Drittkanal. Auf dem Drittkanal zeige ich alles und auf dem Hauptkanal das Interessanteste. Es gibt wie immer in jedem Battle Pass wieder eine Menge Müll, der überhaupt nicht interessant ist. Hier sehen wir zum Beispiel, das ist der 100er Battle Pass Skin für die Prowler. Ja, das ist der 100er Battle Pass Skin für die Prowler. Das sieht richtig geil aus. Zieht ihn euch einfach mal rein. Jetzt mache ich die Kamera mal hier nach oben. Ich finde ihn mega cool. Ich hätte tatsächlich eine andere Waffe im Battle Pass erwartet. Aber, und die KSMG. Wahrscheinlich wisst ihr es schon. Ist ja nichts Neues. Wie gesagt, es gibt ja Leute, die sich nicht ans Embargo gehalten haben. Die KSMG. Guckt unten rechts. Es sollte eigentlich nur eine schwere Waffe sein. Erstmalig aufgehoben. Ihr seht, ihr habt ein schweres und ein leichtes Magazins-Logo. Also Munitionsarzt-Logo. Ich denke, ihr könnt mir folgen. Ich bin gerade voll am Stottern. Ihr seht, die Waffe ist leer geschossen. Und jetzt ist hier einfach symbolisch ein leichtes Pack. Leichte Munition liegt da. Und jetzt nimmt die Fuse auf. Und pupp, er wechselt auf leichte Munition. Die KSMG ist eine Hybridwaffe. Auch hier gibt es nochmal ein extra Video nur für die KSMG und zeige euch so ein bisschen. Ich habe auch die KSMG und die R99 miteinander verglichen und lasst euch einfach mal überraschen, was mein Fazit ist. Ist auf jeden Fall sehr interessant und lohnt sich. Mit einem Tastendruck auf dem D-Pad nach links wechselt ihr sofort die Munition. Aber es kommt immer, und das ist der Nachteil, was aber nicht weiter dramatisch ist, es gibt eine extra Nachladeanimation. Jedes Mal, wenn ihr die Munitionsart wechselt. Und auch, und das möchte ich hier schon sagen, leichtes Mech kannst du drauf machen oder ein schweres Mech. Und es ist egal, welche Munition du gerade spielst. Du musst nicht, wenn du jetzt gerade leichte Munition spielst, nicht auf ein leichtes Mech wechseln. Du kannst auch das Schwere drin lassen. Schaden und alles bleibt alles gleich. So viel kann ich auch sagen. Auf jeden Fall extrem geil. Hier im Hintergrund
sieht man, also Ash im Vordergrund, im Hintergrund seht ihr hier diesen Streifen. Das ist quasi das Ende ihrer ultimativen Fähigkeit, quasi das Ende ihres Portals. Das Portal, ihre ultimative Fähigkeit, ist ein One-Way-Portal. Es können alle durch, aber nicht zurück, und es hält auch nicht sehr lang. So, hier sehen wir einen Finisher, das kann ich auch sagen. Um die Kamera mal wieder ein bisschen. Oh, ich bin top vorbereitet hier. Die Kamera ist immer im Weg, aber ich möchte sie irgendwie, ich möchte sie trotzdem anlassen. So, Ash hat übrigens nur zwei Finisher tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, dass die Finisher von Ash die mit die kürzesten Finisher sind. Habe ich jedenfalls das Gefühl. So, jetzt haben wir die taktische Fähigkeit. Arc Snare nennt sich das Ding. Das ist so eine Art Arc Star als Schlinge. Und Achtung, das Ding hat keinen Bullet Drop. Ihr könnt das gefühlt unendlich weit werfen. Wie weit habe ich im Trainingsgelände vorgemacht? Gibt es auch natürlich ein extra Video über Ash und ihre Fähigkeit. Die Videos gehen alle nicht samt lang. Das lohnt sich wirklich, alles nochmal sich reinzuziehen, auch wenn ihr es vielleicht irgendwo schon mal gesehen habt. Arc Snare. Ihr seht hier so ein bisschen den Boden blitzen. Also die Reichweite ist nicht sehr groß, was auch sehr gut ist. Hier, ihr seht hinten an dem Container unten am Boden so ein bisschen, das ist keine große Reichweite, das sind vielleicht ein paar Quadratmeter. Ihr schockt den Gegner, der Gegner kriegt 20 Lebenspunkte abgezogen und der Gegner kann sich nur sehr, sehr langsam bewegen. Es hält wirklich nur kurz, aber es reicht, um den Gegner zu plätten, wie man es hier vormacht. Hier, ihr seht, wie langsam Watson versucht wegzulaufen, und es ist auch die tatsächliche Geschwindigkeit, und es ist mega ekelhaft, wenn du das abkriegst. Aber du musst es auch erstmal treffen. So, jetzt kommt die ultimative Fähigkeit, geht ultra schnell, und auch in dem extra Ash-Video seht ihr, was der Nachteil an der ultimativen Fähigkeit ist, wenn ihr das schnell benutzen wollt. Weil du kannst manchmal gar nicht so schnell gucken, wo portest du dich jetzt eigentlich hin, weil du gar nicht siehst, wo dieser Markierer gerade steht und ob du dich dahin portest, wo du eigentlich hin willst. Aber ansonsten geht der Port scheiße schnell. Ihr seht's, und so ist die Travel Time tatsächlich. Es ist mega geil, und wie gesagt, ihr könnt dorthin, aber nicht zurück. Ganz wichtig. Nochmal ein Finisher. Ich glaube, das ist sogar der zweite Finisher von Ash. Also sehen wir, glaube ich, beide Finisher von Ash. Ansonsten, ich habe es mir jetzt hier gespart, euch noch Skins aus dem Battle Pass zu zeigen. Wie gesagt, ich zeige euch ab Donnerstag sowieso eine Menge über das gesamte Spiel. Ja, wie gesagt, der Himmel, das sieht alles 1:1 aus, die Spots. Ich konnte gerade mal 50% der Map testen, und die Map ist unwahrscheinlich geil. Das muss ich schon mal dazu sagen. Also ich konnte ungefähr, jetzt möchte ich einfach noch ein bisschen Real Talk über die neue Season betreiben. Ich habe Tage, bevor die Map schon getestet werden konnte, konnte ich schon Stunden mich auf dem Trainingsgelände austoben, mit der neuen Legende, mit der neuen Waffe und so weiter und so fort. Es macht ultra stark. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich glaube nicht, dass Ash overpowered ist. Auch die neue Waffe wird nicht overpowered sein. Die Map, und da bin ich felsenfester Überzeugung, wird ein Favorite für die meisten von euch, würde ich einfach mal behaupten. Und das muss ich noch dazu sagen, für die Gameplays, also meine Gameplays sind alle nicht der Reißer, weil man echt extrem selten auf Gegner gestoßen ist, weil jeder für sich so ein bisschen alleine gesprungen ist, wollte seine Aufnahmen machen und so weiter. Die Map ist sehr weitläufig, hat aber wirklich sehr viele geniale Spots, und ich habe wirklich nur einen Bruchteil testen können. Bevor ich euch jetzt länger vollschwafel, höre ich jetzt besser auf, um es nicht noch länger zu ziehen, als es eh schon ist. Und nochmal der Tipp, zieht euch alle Kanäle rein. Es lohnt sich für sämtlichen exklusiven Apex Legends Season 11 Content. Und morgen in einer Woche, sprich in 8 Tagen, ist schon Release, ist schon der Release der nächsten Season. Ich werde wahrscheinlich auf diesem Kanal 2 Videos pro Tag veröffentlichen. Am Donnerstag erstmal nur eins, weil das erst ab 18, 19 Uhr geht. Und dann jeden Tag wahrscheinlich 2 Videos. Und auf dem Drittkanal, weil es glaube ich 15 waren oder so, wahrscheinlich 3, 5. Also früh eins, mittags eins, abends ein. Und wer bis jetzt die Geduld hatte und ist dran geblieben, ich werde morgen noch eine Umfrage auf diesem Kanal veröffentlichen.
wie ihr euch am besten oder am liebsten den Content wünscht. Wollt ihr am liebsten zuerst Gameplay sehen? Gameplay kommt auf jeden Fall zuerst. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Wollt ihr dann lieber zuerst Ashs Abilities sehen? Gameplay von Ash, Gameplay von der KSMG oder vielleicht die Early Patch Notes und so weiter und so fort. Ich versuche da ein bisschen auf eure Wünsche einzugehen. Wer Bock hat, kann das gerne auch in diese Kommentare hier schon schreiben. Ansonsten morgen auf diesem Kanal im Community Tab. Ihr seht, ich könnte wahrscheinlich jetzt noch eine Viertelstunde über die neue Season reden und ich hätte immer noch viel zu erzählen. Deswegen bleibt dran. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein und freut euch auf Donnerstag. Das war's von mir. Haut rein.